Quicksave. Damit wir auch die... Das ist das schön. Eine Folge komplett ohne Absturz. Das ist... Das ist Rarität. Das hast du heute nicht mehr. Heute stürzt das Spiel dauernd ab. So, wir haben einen Kult gefunden. Und wir haben einen... Da fällt mir ein, ich war noch nicht da bei Tilo drin. Soll ich da nochmal hingehen? Ja, ich gehe da nochmal hin, ne? Zumindest, dass wir es gesehen haben. Sonst redet man mir noch nach. Du hast was übersehen. Und das wird uns die nächsten 200 Folgen... 2000, wollte ich sagen. 200 Folgen. Gottes, wenn so lange wird Skyrim gar nicht gehen. Wird uns das begleiten. Es wird jetzt schon gemunkelt, dass Bethesda an einen Elder Scrolls 6 arbeitet. Deswegen... Nee. Wir machen einen zweiten Run und das reicht. Sollte zwischen Elder Scrolls, das kann ich ja jetzt schon mal einfach so sagen, sollte Elder Scrolls 6 einfach so auftauchen, ne? Was wahrscheinlich noch ein bisschen dauern könnte. Dann... wird dieses Let's Play bzw. der Nachlauf, gelogen ist er denn sowieso schon fertig, dann wird dieses Let's Play wahrscheinlich erstmal unterbrochen. Ist, das war doch nicht, ist das der Ort hier? Ja. Ziel Tilo. I'm all ears. Ja, ich wollte ihn nehmen. Well, not literally, of course. Möp. Yes, let's go. Sophia, du stehst genau in der Tür. Tja, dann nicht. Gut, ich hab's probiert, es ging nicht. Wahrscheinlich hätte er die, wenn ich den Ork umgebracht hätte, einfach so, hätte der wahrscheinlich mir einen Schlüssel oder gegeben oder die Tür aufgemacht. Das bleibt uns jetzt verwehrt. Naja, egal, dafür haben wir 2000 Gold. Alter, was war denn hier los? Ich glaube, ich laufe hier lieber unten lang. Jetzt muss man sagen, der Sternenhimmel ist klasse. Also das ist... Das kommt, glaube ich, von Dynamic Light oder sowas. Ja, so oder so. Ich werde die Mods jedenfalls komplett neu installieren müssen. Mache ich aber dann und dann spiele ich weiter. Das überprüfe ich dann mit einem... Mit diesem Spielstand. Ja, das werde ich, glaube ich, mit diesem Spielstand über Dingsen hier probieren. Erstaunlich viele Rehe und Hirsche überall. Aber sonst nichts. Gut, wir sind am Ziel drüber. Da ist noch so Ruhe. Da will ich auch hin. Das war der Ort, wo wir Hunger zuerst gesehen haben und danach Abomination. Ist die Höhle etwa im Wasser? Bitte keine Höhle im Wasser. Asala Krim entdeckt. Asala... Asala Krim. Asala Krim. Asala Krim. Können die Russen wahrscheinlich auch von sich behaupten. Asala Krim.
So viel zum Thema Design. Tatsächlich ist das da unten, das ist ja Hammer. So, ich muss mir die Stiefel ausziehen, um dort in die Höhle zu gehen. Hoch! Aha. Ich habe die Wasseratmenkette, ne? Die sollte ich anhaben. Ja, habe ich an. Gut. Oh, ihr Scheißviecher, ihr gestört. Da steht einer. Ertrunkene Walkünners und... Okay. Interessant. Anhänge von Walkünners Seris, oder wie? Was ist das hier? Ja, offensichtlich. Ja, du kannst unter Wasser sprechen. They take their final form as they were when they died. If you die naked, does your spirit remain naked? Sogar die kann unter Wasser sprechen. Gut, also hier gibt's überhaupt nichts. Das hat sich doch gelohnt. Aber hey, ich hab's gezeigt. Möchte jemand einen Pilz haben? Da liegen welche links. Wenn das Spiel hängt, dann liegt das immer daran, dass ich das... dass ich auf Quicksave drücke. Immer dran denken. Oh, ich glaube, hier habe ich mein Mikrofon gegessen, oder? Sieht zumindest fast so aus. Mal gucken, was haben wir denn hier? Birke. Und ein Gebäude. Luvira Lavas entdeckt. Oder was auch immer da steht. Luvira Lavas. Anwesen. Gut, ja, das war's dann auch schon hier. Dann könnte ich auch weitergehen. Ja, der fehlende rote Faden, ne? Wie gesagt, ich mache hier noch ein bisschen Erkundung und das war's. Leuchtet der Stein? Ne, Bug. Oder explodiert er mir vor die Nase, das kann ja auch passieren. Hatten wir ja auch schon gehabt in Solstheim. Wo mir dann... Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ich kann mich noch dran erinnern, da explodierte mir das Ding vor der Nase. Boom. La boom, la boom. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Achso, ja klar. Aua. Alter. Sophia, mach es platt. Mach es platt.
Alter, diese scheiß Stun-Waffen, ey. Der hat mich mit dem hier immer geknallt. Für 4 Sekunden lähm, klar. Das waren mehr als 4 Sekunden, Junge. Das waren gefühlte 8 Stunden, wo ich auf dem Boden lag. Und nichts machen konnte. Ich glaube, ich müsste eigentlich einen neuen Endscreen machen, ne? Weil ich habe mittlerweile eine andere Rüstung. Hm, naja. Lass ich mal noch so. Auf jeden Fall wird es natürlich einen neuen Endscreen geben. Ich hoffe noch, ihr habt die alten Videos, Schnipsel für später. Die müsste ich eigentlich noch irgendwo haben, tatsächlich. Irgendwo auf einer externen Festplatte abgesichert. Weil ich habe ja... Das ist eigentlich tatsächlich Endscreen Nummer 6. Ich habe so viele Endscreens. I want your honest opinion. What do you think about my boobs? I mean, do they look the right size to you? Hey, stop looking at me like that, you pervert! Die hat neue Sprüche drauf, ist ja geil. Hat übrigens gerade über das Kandahar-Orkaz entdeckt. Der übrigens gerade gefragt, ob ich, oder wie ich das, was ich von ihren Brüsten halte. Ob die richtige Größe haben oder so. mir ist das Schnuppe. Was, wenn mich sowas interessieren würde? So. Boah, irgendwas brennt hier. Ah, cool. Sophia ist wieder so heiß, dass sie innerlich kocht. So. Schon wieder diese Eierschalenhäuser. Kandahar-Wacht entdeckt. Ist hier überhaupt irgendwas? Oh ja, tote Leute, Holzfäller. Und ein Bretone. Uncool. Ich glaube, der Hunger und Co. war hier. Oder das kann... Nee, das war, glaube ich, der Ort, wo ich... Den habe ich nie entdeckt. Ich müsste ja eigentlich nicht durchgelaufen sein. Oder mir ist das Spiel abgestürzt und ich war nie hier. kann auch gewesen sein. Kandahar Ausguck entdeckt. Heia, 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 heia. Da hinten liegen, glaube ich, noch die Leichen der Abomination. Aufschließend Meister. Klick. Da gibt es ja gleich wieder explodierende Treppen, oder wie? Ich sag ja, irgendwann finde ich... spätestens wenn ich 30 Jahre alt bin oder 50 und ich immer noch Let's Play, kriege ich irgendwann einen Herzinfarkt hier. Ja, toll. Sophia, die menschliche Fackel. Ja, guck mal, da liegen Abominationen. Immerhin, wir wissen, wann Sophia da ist. Wenn es brennt, ist sie da. Das muss wohl ein Tonbug sein. Hm, was haben wir hier? Strapazierte Geduld. Ich bin schon drüber, okay? Uiuiui. Ach, diese Dinger, die machen immer so komische Geräusche. So, komme ich hier eigentlich rüber? Ah,
Ich mache mal eine kurze Pause.